LASK im Anschluss an die 18. Runde der Admiral Bundesliga. Der LASK gewinnt ja auswärts bei der Wiener Austria mit 3:2. Und am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Andi Wieland. Andi, bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben eine verrückte erste Halbzeit gesehen mit einer sehr, sehr frühen Führung der Austria. War ein Anstoß für uns und im Gegenzug der Gegentreffer. Ich finde, dass wir dann besser ins Spiel gefunden haben, natürlich auch Moral bewiesen haben. Punkt 1 mit dem Ausgleichstreffer und in weiterer Folge mit dem Führungstreffer. Haben das aber dann nicht halten können. Insofern der verdiente Ausgleich. Und denke dann auch, dass wir in der Halbzeit eine notwendige Systemumstellung vollzogen haben, die dann auch den Sieg geebnet hat. Mit einer Vielzahl an Großchancen schon Anfang der zweiten Halbzeit und freue mich natürlich für die Mannschaft über einen Arbeitssieg. Danke Andi, damit können wir schon loslegen mit euren Fragen. So es denn welche gibt. Was bedeutet der Sieg für die Zukunft von Andi Wieland? Das kann ich nicht beantworten. Es hat noch keine Gespräche gegeben. Es ist so, wie ich es jetzt schon einige Male betont habe. Mir war wichtig, dass ich mich auf meine Arbeit konzentriere und keine Gespräche führe, sondern mein voller Fokus war das, dass wir die Situation hinbekommen, dass wir eine Spur finden, international und natürlich auch national. Und von dem her werden jetzt Gespräche folgen und dann wird man sehen, was rauskommt. Noch keine konkreten. Nein. Es gibt jetzt einmal den morgigen Tag, wo ich mit meinem Trainerteam um 9 Uhr einen Treffpunkt habe, wo wir diese Saison aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren. Aus physischer Sichtweise, aus technisch-taktischer Sichtweise, auch genauso Training bzw. eben alle drei Wettbewerbe. Und im Anschluss werden dann natürlich auch Gespräche stattfinden mit dem Sportdirektor bzw. mit dem Präsidium. Bis wann willst du Klarheit oder wäre es gut vor, wenn du die Woche lang geht Urlaub los? Mein Urlaub wird ins Wasser fallen, weil ich drei kleine Kinder habe. Also da ist mir mit irgendwo hinfliegen, falls das gemeint ist mit Urlaub. Nein, nicht gemeint, okay. Für deine drei Kinder da bist. Aber grundsätzlich, also ich werde nirgendwo hinfahren und ich werde natürlich auch damit beschäftigen. Ich werde die Weihnachtsfeiertage dann trotzdem dazu nutzen, ein bisschen auszuspannen. Und Entscheidung, wann mir die wichtig ist, im heurigen Jahr noch. Wenn du das heutige Spiel noch mal wusstest, dann ist für Kämpfe mit Herrn Fröhlacher da draußen. Wer ist der Herr Fröhlacher? Der vierte offiziell. Überhaupt keine Kämpfe. Also er hat sich darüber beschwert, dass ich meine Coachingzone verlassen habe. Die ist, und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber der Austria, ein bisschen klein hier. Zumindest war es mein Gefühl. Das hat ihn das eine oder andere Mal aufgeregt, aber sonst war keine weiteren Probleme. Gut, Frauen, Kollegen, bitte sehr. Was bedeuten die zwei Siege, die also generell dann jetzt da heute geführt ist, das Rennen und die Meistergruppe? Also beim Tischen noch so schlecht ausgeschaut, aber jetzt fehlen glaube ich die 4 Punkte, ich bin auf Platz 6. Was ist da jetzt die Devise oder was kann man da jetzt? Ich glaube, dass es einfach einmal wichtig war und das habe ich der Mannschaft in den letzten Wochen bzw. gerade heute auch versucht zu vermitteln oder habe es ihnen vermittelt, dass wir natürlich dranbleiben wollen, dass wir das Fundament legen wollen für ein erfolgreiches Jahr 2022. Wir hatten doch, glaube ich, ein schwieriges Jahr 2021. Wir wissen aber auch, dass die Aufgabe schwierig ist im Frühjahr mit dem Cup-Spiel und mit den Runden, die noch im Grunddurchgang ausstehen. Aber wir werden alles daran setzen, mit frischen Kräften, dass wir unser Ziel erreichen. Leichte Aufgabe ist es mit Sicherheit nicht, aber es ist noch möglich. Das Problem ist wahrscheinlich, dass relativ viele Mannschaften um einen Strich eben 4 Punkte mehr. Also wir haben ja bei unseren Datenanalysten ja das ausgerechnet und wir wissen, wie viele Punkte wir noch brauchen. Von dem her einfach wird es nicht. Das ist das. Bitte? Sie wollen es auch wissen. 9. Ja. Aber es geht ja um die Konstellationen, wie die anderen gegeneinander spielen. Ja. Das meine ich. Ja. Die vor euch immer wieder gegeneinander spielen und damit punkten. Ja. Gut. Gibt es noch? Nochmal. Die APA. Diskussion in ihrer Zukunft der Cheftrainer. Fußball ist ja das Wort verdient, recht stapazieren, kann man jetzt stapazieren, aber. Glauben Sie, dass Sie es verdient hätten, dass Sie
Das ist aus meiner Perspektive schwierig zu beantworten. Das müssen andere beurteilen, ob ich es mir verdient habe. Ich habe mein Bestes gegeben, das kann ich beantworten. Aber verdient oder nicht verdient, ich glaube, da wird es andere, die über eben die Position entscheiden, geben, die sagen, er hat sich's verdient oder nicht verdient. Ich habe mein Bestes gegeben, ich freue mich heute über den Sieg. Aber ob ich es verdient habe, das müssen eben die Entscheidungsträger dann auch treffen, die. Ich frage anders. Okay. Würde Kontinuität im LASK nicht gut tun? Ich meine, man hat heute, das erste Mal seit Februar, zum zweiten Mal in der Ligenserie gewonnen. Man hat in den letzten Spielen unter dir auch in der Liga, also Konferenz Liga auch mal reden, einen Aufwärtstrend gezeigt, der eben jetzt in zwei Siegen gegipfelt hat. Eigentlich, wenn man die bisher werten hat lassen, sage ich jetzt einmal, gibt es jetzt keinen Grund, Nein zu sagen. Ne? Oder? Das waren jetzt zwei Teile. Kontinuität tut jedem Verein gut. Ja, würde Kontinuität nicht gut tun der Mannschaft? Mannschaft tut Moral, sagt er. Oder was würde dagegen sprechen, sagen wir so? Ja, dagegen spricht klarerweise, dass wir doch nicht über dem Strich stehen. Also dass die nackten Zahlen, das ist mir schon klar, dass wir nicht dort in den Tabellenregionen sind, wo es die letzten Jahre der Fall war. Kontinuität tut jedem Verein gut. Ich glaube auch, dass eine gewisse positive Entwicklung zu sehen ist. Die macht mich auch ein Stück weit stolz. Wir haben eh über die internationalen Ergebnisse und auch über den Gruppenplatz gesprochen. Und der Verein wird auch dann die Entscheidung treffen, ob dieser Weg weitergeht oder ob man was Neues beginnt. Wie gut ist dein Verhältnis zum Sieben und Kuba? Wir schätzen uns sehr. Ich glaube, das ist bekannt. Es ist aber auch nicht immer leicht mit unserem Präsidenten, ich glaube, das weißt du auch, weil er sehr fordernd ist und glaube ich, mit vielen im Verein ein sehr, sehr gutes Verhältnis, auch mit unserem Sportdirektor, den ich erst vor kurzem eigentlich kennengelernt habe, aber wo ich seine Unterstützung extrem schätze. Wir haben viele, viele sehr, sehr gute Mitarbeiter beim LASK. Hat noch eine Frage? Vielleicht eine abschließende Frage. Sie haben den LASK übernommen, da war das sehr turbulent. Und Sie haben es eigentlich, aus meiner Sicht, oder wie ich aus Österreich zu Hause, den LASK wieder in ruhige Gewässer geführt. Und Sie das so zurückblicken, sagen Sie, ja, das ist super gelaufen, oder? Weil Sie haben jetzt gesagt, die Tabelle lügt ja nicht, das ist ein unter dem Strich. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung, mit Ihrer Arbeit, oder sagen Sie, ach, das hätte noch mehr können, ich habe da vielleicht was anderes? Ich glaube, dass es gerade im Sport oder auch im Fußball so ist, dass Fehler passieren. Da kann ich mich jetzt nicht aus der Schuld nehmen, dass der ein oder andere Fehler passiert ist, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich denke, dass ich mein Bestes gegeben habe und ich bin mit meiner Arbeit grundsätzlich zufrieden, denke aber trotzdem, dass das eine oder andere noch besser hätte laufen können. Und das ist auch der Anspruch, den ich an mich selber stelle, dass einfach meine Arbeit auch noch besser wird. Gut. Ich glaube, eins von den Handicap war ja, dass du einen zurück zu einem Spielstil wolltest, der der Mannschaft sicherlich gut tut, aber ich glaube, wenn man körperlich eben sehr oft nicht durchziehen hat können, da kann natürlich, das ist ein Problem. Wir werden jetzt nicht morgen mit der Analyse beginnen, sondern die Analyse ist in Wahrheit ja schon abgeschlossen, zumindest bis auf den heutigen Tag. Und ich denke schon, dass wir physisch, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es darum geht, ob 90 Minuten das umzusetzen ist, sondern es geht dann eher darum, dass man das in drei Bewerben spielt. Das ist eher die Schwierigkeit. Aber ich glaube auch, dass der LASK in den letzten Jahren bewiesen hat, diese Intensität, dieses Spiel in mehreren Bewerben über die Spielzeit oder die Spielzeiten der Spiele dann zu absolvieren. Und das ist natürlich auch der Anspruch. Gut. Keine Fragen mehr in diesem Sinne, auch von Seiten des LASK. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im neuen Jahr.